So, liebe Leute, jetzt mal ein eindeutiges Statement, denn mich erreichten einige Nachrichten, die mich in ein schlechtes Licht rücken und das lasse ich nicht so auf mir sitzen. Es geht um folgende Videos: Nicht den Armen verdrehen, Tritte abwehren, Krav Maga, warum brauchen wir das? Befreiung aus der Umklammerung des Halses oder Schwitzkasten oder Arm umdrehen, weiß der Kuckuck was, alles solche Dinge. Das habe ich nicht einfach umsonst gemacht. Ich habe das deswegen getan und ich habe das in die Playlist für Sporttipps. Eine gute Figur, das kann jeder und wie. Ne, viel Kraft ohne Fitnessstudio oder Gedanken zu sportlicher Figur, zur Ernährung und so weiter auch mit unten reingetan, weil das mit Sport zu tun hat. Aber ich zitiere nochmal den Jens ganz kurz. Ich hoffe, ihr versteht das. Und so weiter. Könnt euch das selber angucken, das ist nicht das Problem, ist alles in der Playlist zu finden. Jetzt haben wir doch tatsächlich auch einige Leute untersucht, ich würde zu Gewalt aufrufen gegen Polizei und so weiter. Gucken wir uns dazu nochmal an, ich habe, das werde ich euch extra nochmal verlinken, unten in der Videobeschreibung hier unten und wer es nicht weiß, wer neu auf dem Kanal ist, zum Schluss werde ich dann hier einen Link anfügen, wie komme ich mit dem Handy in die Videobeschreibung, um dann solche Klicks zu machen. Hier bin ich extra nochmal aufs Strafgesetzbuch, auf Gefangenenbefreiung und Straftaten und Gewalt und was ist es überhaupt, Bedrohung und keine Strafe ohne Gesetz und so weiter eingegangen. Oder Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, ganz explizit drauf eingegangen. Und das habe ich nicht vor, das hat niemand von uns vor, von der Truppe. Wir werden niemanden bedrohen, wir werden keinen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte leisten. Egal wie es aussehen mag, das ist mir komplett egal, ich halte mich ans Gesetz. Verflucht Juche. Ich bin auch nochmal, das werde ich euch auch verlinken, ich bin auch schon vorher mal auf das, grundsätzlich auf die Gesetzeslage, was Versammlungen und Aufzüge angeht, eingegangen in diesem Video. Aufzüge, nehmt mal das alte Wort, wer das alte Wort noch kennt, oh, ein Gewitter zieht auf. Wenn also Menschenmengen heraufziehen, dann versammeln die sich nicht. Und das dazu. Unten in der Videobeschreibung, nochmal, zum Schluss kommt dann dieser Link, wie ich mit dem Handy dahin komme. Werde ich auch auf Telegram und BitChute gegebenenfalls, BitChute ist ein bisschen schwieriger, läuft nicht so gut, aber also für den Verbraucher, den Anschauer läuft es gut, aber für mich zum Hochladen ist es immer sehr umständlich. Werde ich auf jeden Fall nochmal darauf eingehen, was wir vorhaben. Das habe ich schon in einem bisherigen Video gesagt. Das wurde schon rund 30.000 Mal angeklickt. Das ist in Ordnung. Und was wir mit solchen Tipps, die ich noch gegeben habe, mit den Sporttipps und so weiter, was wir damit alles noch tun können. Denn es wird nicht auf solchen Menschenmengen immer nur so sein, dass wir alles Gleichgesinnte haben. Da wird es viele Provokateure und ähnliche Leute geben, die uns schubsen, die uns irgendwie umklammern wollen, die uns, weiß der Kuckuck was, vielleicht ins Gesicht schlagen wollen, die uns angrapschen wollen. Deswegen hatte ich auch in den Videos gesagt, ein Mundschutz ist immer gut, ne, wie ihn die Boxer tragen, und ein Schienbeinschoner, oder besser gesagt zwei, wir haben ja zwei Schienbeine, genauso. Und wir lassen uns auch nicht die Arme verdrehen. Genau deswegen habe ich diese Videos gemacht. Nicht um die Polizei zu bedrohen, sondern um Gefahren von uns abzuwehren. Und wie gesagt, in diesen beiden Videos ist die rechtliche Grundlage nochmal eindeutig gegeben. Da müssen wir keine Angst haben. Junge, Junge, Junge. Aber manche wollen es wahrscheinlich falsch verstehen. Videokommentare sind auf jeden Fall wieder deaktiviert, weil das nimmt sonst überhand. Hier kommt, kennst du dies schon und das schon? Und das will ich nicht. Jetzt kommt hier zum Schluss das, worauf es ankommt, für die Handynutzer, die das noch nicht wissen. Und letzten Endes nochmal zu den Sporttipps eine Linkseite, also praktisch zu dieser Playlist. Und da könnt ihr euch das alles durchgucken und dann ist die Sache damit hoffentlich gegessen. Ich möchte nicht nochmal solche Statements abgeben müssen. Deswegen alles, wer da anfängt zu meckern oder mir irgendwie Gewalt gegen Polizei oder Staat gegen unterschieben will, den betrachte ich einfach als Troll und der ist weg aus diesem Kanal. Und wer jetzt aufgrund dieses Videos
von diesem Kanal verschwindet, bitte, dann geht, lasst es. Ich bin's langsam leid und die vielen anderen hier auch, wie ich aus früheren Kommentaren, als ich sie noch so zulassen konnte, dann auch manchmal rauslesen konnte, ne, unter dem vielen Spam. Gut, also, liebe Leute, bis zum nächsten Video. Wir hoffen wieder auf gute Nachrichten, aber das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Also, bis dann. Macht's gut. Tschüss, tschüss.